teilen also. Und du bist sicher, dass du das wirklich durchziehen willst? Es ist nicht mehr genug Biomasse für 3 Klone in der Kammer. So erfülle ich wenigstens doch noch einen Zweck. Nein! Du bist schwer in Ordnung, Hermes. Lass uns nicht sentimental werden. Hast du die Nukleinsäure dabei? Nukleinsäure? Check. Sehr gut. Denk daran, dass sie nicht mitgeklont wird. Nur einer von euch dreien wird sie nach dem Vorgang dabei haben. Keine Sorge, Hermes. Ich habe alles verstanden. Du kannst dich auf mich verlassen. Tja, ich hoffe nur, dass deine Konstruktion mit den Sandsäcken funktioniert, wenn der Hebel nicht betätigt wird. Es wird funktionieren. Das muss es einfach. Na dann, lass uns lieber keine Zeit verlieren. 3, 2, 1. Hepp! Uh-oh. Das ist so süß, das Ding. So süß. Hey, es hat geklappt. Ja, und jetzt? Eine gute Frage. Einer von euch muss die Rebellen... die Rebellen! Yeah, die Rebellen! Ich gehe zur organen Hauptverwaltung, ich gehe in die Klassen ran. Langsam wird's albern. Wer ist denn wer? Was soll ich tun? Wie ist dann... Wann kann ich denn... Wieso gucken die sich so böse an? Die müssten sich doch gegenseitig lieben, weil Ruf ist doch so großartig. Und jetzt ist er dreimal großartig. Einer von euch beiden muss die Rebellen für einen Überraschungsangriff zusammentrommeln. Am besten du. Hä? Wieso denn ich? Ich gehe zur Organon-Hauptverwaltung und versuche, den Start des Hochboots hinauszuzögern. Ich hab's zuerst gesagt. Nein, ich! Und das ist das Problem, wenn die noch keine eigene Persönlichkeit entwickelt haben, dann, naja, sind's Spiegelbilder. Ich feier das gerade ein bisschen. Ich gehe in die Kanalisation und rette Goal. Aber das ist mein Job. Nein, meine! Ich muss Goal retten. Ich habe die Nukleinsäure. Nein, ich! Aber Hermes hat sie mir gegeben. Mir. Wir können ja nachgucken. Dann werden wir es ja sehen. Nanü? Linker Rufus? Der mittlere, den kann ich gar nicht auswählen. Rechter Rufus? Die werden Augen machen, wenn ich gleich die Nukleinsäure aus meinem Mantel ziehe. Die werden Augen machen. Wer hat denn jetzt die Nukleinsäure? Warum guckt ihr nicht nach? Wer hat denn jetzt? Warum? Ach so, im Inventar. Oh. Einer von diesen beiden Mulpen hat die Nukleinsäure. Aber welche? Einer von diesen beiden aber welche? Oh Mann. Ich wünschte, ich könnte jetzt irgendwie in sie reingucken. Zum Beispiel durch ein neues, cooles Interface-Element am unteren Bildrand. Nee, aber sowas kriegen wir nicht. Nee, ein cooles Interface-Element, nee. Das ist doch ein Standard-Adventure. Da haben wir sowas nicht. Nee, nee. Ausmaß, dass seit Day of the Tentacle hat das keiner mehr gewagt. Ich glaube nicht, dass irgendeine Spielefirma so verrückt wäre, so etwas jemals noch einmal zu tun. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Na gut. Aha. Er auch nicht. Einer von diesen beiden Mulpen hat die Nukleinsäure. Aber welche? Einer von diesen... Ist schon geil gemacht. Und die Nulpe ist blau. Aha. Ah, wusste ich's doch. Ich habe die Nukleinsäure. Also bin ich auch derjenige, der Goal retten darf. Naja, dann wollen wir's den anderen beiden mal erzählen. Die werden Augen machen, wenn ich gleich die Nukleinsäure aus meinem Mantel ziehe. Na gut, dann... Gebt Acht, ihr Rufusse! Ich bin der Chef! Haha, ich wusste es! Das heißt dann wohl, ich rette Goal! Nicht so schnell! Hey! Mach keinen Scheiß, Junge! Nukleinsäure? Hm, ja, hm. Ich glaube, er muss schlichten. Hey, hört auf mit dem Unsinn! Schlichte er! Tja, wenn zwei sich streiten... Nein, hör auf mit dem Unsinn.
Hey, hört auf! Bah. Kann ich hier vielleicht irgendwas anderes machen, außer die beiden zu beobachten? An die Nukleinsäure komme ich nicht ran. Tja, wenn... Ja, wenn zwei sich streiten... Hey! Der hat gar nichts im Inventar. Was mache ich denn jetzt bloß? Hey! Nun, hilf mir doch mal! Wem soll ich denn helfen? Wir helfen natürlich nur dem Originalen. Hey! Aber wie? Ich hab doch keine Ahnung. Ich bin doch nur ein Rufus, der hier über der Kanalisation schwebt und einer von den beiden muss herunterfallen. Da passiert immer das Gleiche. Tja, wenn zwei sich streiten. Ich bin gerade, was soll ich machen? Warum lässt der Idiot nicht los? Hey, hört auf mit dem Unsinn! Ich weiß jetzt nicht genau. Also er ist derjenige, der noch irgendwas ausrichtet. Na los, springe er! Natürlich, Rufus, natürlich. Rufus, ein Klon? Boah, ein dicker Hund. Nun ja, was ihm hier zu Ohren kam, war schon allerhand. Doch nun krempelt schon mal eure Ärmelschoner hoch, weil für Depon ja noch Hoffnung bestand. Es sah zwar noch duster aus, doch einer muss ja nun mal am Tunnelende die Glühbirnen weg. Sinn und weil viel zu tun war, stieg er in den Klonapparat. Zu dritt schafft man dreimal so viel weg. Hussa, dreimal so viel Dreck! Weg! Es muss weg heißen! Ach, Mann! Deponia. Ein Fest der Unsinne. Hallo? Es ist sehr schwarz hier. Hallo? Goal? Bist du das? Gott, ist das duster hier. Wow! Psst, Goal, wir müssen vorsichtig sein. Wer weiß, was für gruselige Viecher hier in der Dunkelheit lauern. Okay, es ist zappenduster. Ist das? Ist hier überhaupt? Ach, das ist Goal. Hä, ich dachte, die kleinen Augen wären Goal. Wieso habt ihr so große Augen? Die wird uns mit ihrem ständigen Geheule noch in Teufels Küche bringen. Ich muss sie irgendwie ruhig stellen. Haben wir noch den Baseballschläger? Nee, der ist weg. Bitte. Verhalt dich ganz still, ja? Wir müssen immerhin davon ausgehen, dass wir von menschenfressenden Monstern umzingelt sind. Wow! Ach, nicht doch! Psst! Aha! Fragezeichen, Goal! Fragezeichen! Mal gucken, ob ich etwas ertasten kann. Aha! Da ist eine Spalte im Fels. Ah ja, Spalte? Da ist eine Spalte im Fels. Eine Spalte. Na dann. So. Ach, na! Nicht so laut, Goal. Du weckst noch die ganzen gefährlichen Tiere. Welche Tiere denn? Wir sind in der Kanalisation, da ist alles sauber. Na dann. Okay, ja, da kommen wir nicht ran. Hier ist noch ein Fragezeichen. Das hier ist trocken, lang und dünn. Keine Frage. Das ist der Plot von Geheimakte Tunguska. Oder ein niedrig hängender Ast. Eins von beiden. Alter, was war das denn gerade? Ein Diss gegen Geheimakte? Alter Schwede, das könnt ihr doch nicht machen. Das geht doch nicht. Ich muss sagen, mir hat Geheimakte Tunguska Spaß gemacht übrigens damals. Aber trotzdem muss ich gerade lachen. Das hier ist keine Frage. Das ist der Plot von Geheimakte oder ein... Ach schön, so. Dann fummeln wir mal da rum. Hier wächst irgendwas. Eine Art Moos oder Gestrüpp. Hm.
Na dann. Oh. Ach, na. Nicht so laut, du wächst noch. Das können wir auch nicht angrabbeln. Na dann. Na. Nicht, du wächst noch. Also wir haben einen Ast, wir haben ein Loch im Fels, also eine Spalte. Und wir haben Gestrüpp irgendwo. Und egal, was wir damit machen, Goal fängt an zu schreien. Wir können doch nicht rumlaufen, wir können nichts machen. Ich guck mal bei den beiden anderen. Was macht denn Rot? Ach, guck mal. Hast du Probleme, Boso, Schatz? Nein, danke, Frau Moog. Lass den Jungen in Ruhe sein Geschäft machen, Frau. Ich dachte, er braucht Hilfe. Ich schaff das schon. Es ist nur... Du hast Angst, nicht wahr? Ja, ach... Vorm Pupu machen? Vorm Weltuntergang, du Dummkopf. Nein, nein, es ist nur... Ach, egal. Stopp, mach keinen Scheiß. Juhuhu, damit hast du nicht gerechnet, was? Tja, ich bin immer für eine Überraschung. Huchhut. Hey! Für mich war das auch nicht gerade angenehm. Sowas. Warum ist der Boso denn jetzt abgehauen? Denkt ihr, wir sind tot, aber wieso war der so ängstlich? Wieso ist er mit Teddy aufs Klo gegangen? Hä? Guck mal, die Mooks, die Oma. Opfi-Pieps. Ist hier irgendwo Opfi... Das hier ist nicht Opfi-Pieps. Wo ist denn Opfi-Pieps? Der kleine Opfi-Pieps. Bosos Nachbarschaft ist ganz schön heruntergekommen. Der Teil, der noch steht, ist total morsch und porös. Und der Teil, der sitzt, ist hinter der Zeitung schwer zu erkennen. Da sind wir aber ganz schön weit... Also guck mal hier, die Stadt da hinten. Wir sind ganz schön weit weggekommen. Und zufällig unter Bosos Hintern. Das war mein Glück. Und was ist das hier überhaupt für ein Haus? Das ist ja nur noch ein Hausdach. Hier ist ja gar nichts mehr drunter. Hm, Schnabeltier! Darf ich kurz stören? Hm? Ui, guck mal, Muck. Da ist Baby Boso. Hä? Unsinn, Frau. Das ist nicht Baby Boso, sondern ein verirrter Landstreicher. Ach ja? Und wie komme ich dann auf Baby Boso? Weil du alt und senil bist. Verzeihung, ich möchte ja ungern unterbrechen, aber... Ich bin kein Landstreicher. Das ist die wichtigste Frage, natürlich erstmal das hier. Wisst ihr, was mit Boso los ist? Ach, du bist ein Freund von Boso? Unsinn, Frau! Boso freundet sich doch nicht mit irgendwelchen Landstreichern an. Im Gegensatz zu dir hat er nämlich noch einen restlichen Funken Gips. Auch wenn er sich momentan nicht so benimmt. Er ist deprimiert, Moog. Natürlich ist er das. Er hat keinen Job, keine Freundin, die Welt geht unter. Er hat eine Freundin. Ihr Name ist Bambina und sie wohnt auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Wenn sie ihm auch so häufig widerspricht, verstehe ich langsam, warum er wieder zu Hause eingezogen ist. Sind das seine Eltern oder Nachbarn? Oder ich werde da noch nicht ganz schlau draus. Also seine Eltern wäre ja ein bisschen merkwürdig. Und wieso benimmt er sich, und warum sagt die Baby-Boso, warum benimmt er sich wie ein Baby und warum hängt er einen Strampelanzug? Ich bin verwirrt. Ich bin kein Landstreicher. Siehst du, Moog? Ich sagte doch, das ist kein Landstreicher. Na und? Du sagtest damals auch, das ist keine Wundbrandentzündung. Und dabei hätten wir das Bein noch retten können. Der arme Timmy. Timmy und Wundbrand, das kommt mir so bekannt vor. Ich weiß gar nicht. Naja, gut. Was treibt ihr denn hier mitten im Kriegsgebiet? Wisst ihr denn gar nicht, was hier los ist? Redest du immer noch mit dem Landstreicher, Frau? Ich rede mit wem ich will. Was will er denn? Er will wissen, was hier los ist. Na dann sag ihm, dass hier rein gar nichts mehr los ist. Zumindest nicht seit der Organon sich zurückgezogen hat. Das kannst du ihm auch selber sagen. Ich bin doch nicht dein Beppo. Oh, ich bin doch nicht dein Beppo. Ach Mann, das weckt Erinnerung. Ich mag diese kleinen Cross-Referenzes. Sowas mag ich ja. Und hier war also das Kriegsgebiet von den Rebellen gegen den Organon. Vielleicht fehlt ja deswegen das Haus und der Eingang hier auch und überhaupt das Haus, wo die drin wohnen eigentlich, was da drumherum sein sollte, wie es Häuser ja gelegentlich tun, um die Menschen herum sein. So. Ist das da drüben etwa das Haus der Bosos? Was heißt denn hier trostlos? Es hat vielleicht hier und da ein paar Granatenschäden, aber es ist immer noch unser Zuhause. Nicht doch, Moog. Er meinte doch die Bosos. Na dann ist er hier falsch. Die wohnen nebenan.
Ja, vielen Dank für diesen wichtigen Hinweis. Und überhaupt? Ich suche das Lager des Widerstands. Sag ihm, wir kaufen nichts. Der junge Mann sucht etwas, Moog. Und da fragt er ausgerechnet dich? Du verbummelst doch immer alles. Wenigstens hab ich noch meine Manieren. Wenn du wirklich Manieren hättest, würdest du dich um deinen Gast kümmern. Den Landstreicher. Den hätte ich fast vergessen. Sag ihm, dass er, wenn er schon betteln muss, sein Glück lieber beim Widerstand probieren sollte. Das Lager ist ja nur die Treppe runter und dann einmal quer über den Platz. Dort wissen sie wenigstens, wie man Ordnung hält. Ich bin kein Landstreicher. Mann, vielleicht sollten wir den Pony einfach sterben lassen. Die sind alle so gemein. So, Entschuldigung. Versteht ihr überhaupt, was ich sage? 5, oder? Unsinn, Frau. Es sind mindestens 7. Ach, du hast doch keine Ahnung. Du weißt ja nicht mal, worum es geht. Warum fragst du dann nicht deinen Freund, den Landstreicher? Der scheint ja auf alles eine Antwort zu haben. Ach, Quatsch. Der redet doch gar nicht. Na, weil du einen eben nie zu Wort kommen lässt. Schau, er will schon wieder etwas sagen. Ich glaube, es geht um Gehirnzellen. Versteht ihr überhaupt, was ich sage? 5. Okay, tschüss. Ach, vergesst es einfach. Das wird ja selbst mir zu blöd. Ich gehe. Und das ich will was... Ich glaube, du hattest recht, Moog. Das war doch ein Landstreicher. Sag ich doch, Frau. Aber du hörst ja nie auf mich. Vielleicht sollten wir die einfach 10-mal klonen. Ich glaube, das war eine andere Omi. Das ist nicht die Omi aus dem letzten Teil, oder? Was ist die Spinne? Die Stadt liegt in Trümmern, die Welt geht unter. Egal, solange die Wäsche trocken wird. Hast du recht. Wer ist denn das da hinten? Tasche? Mein letzter Postraub liegt schon ein Weilchen zurück. Ich hoffe, ich weiß noch, wie man die Zacken der Briefmarken entschärft. Anlecken einfach. Dann werden die schlabberig. Was haben wir denn da? Ein Brief. Der Brief ist an Bosos Mama adressiert. So was hat der? Mein liebstes Rehlein. Ich wünschte, du wärst bei mir. Himmel, was für eine schwülstige Einleitung. Das gibt Abzüge in meiner Online-Rezension. Na, jetzt kommt doch langsam etwas Action in die Sache. Der Dienst an der Front scheint mir nicht gut zu bekommen. Genauer gesagt, ich bin auf eine Organon-Landmine getreten und werde innerhalb der nächsten Sekunden... Arg! In Liebe, dein Papa Boso. PS? Nimm dich vor dem Briefträger in Acht. Ich glaube, dass er heimlich unser Bad benutzt. Zumindest habe ich Unterwäsche mit seinem Namen drauf oben auf dem Spülkasten gefunden. Alter, ich glaube, das gibt wieder Pluspunkte bei der Online-Rezension, weil der ist dann doch gestorben. Und der Vater sagt, mein liebes Rehlein? Was? Es ist Familie Boso, ich frage gar nicht nach. Ich gehe mal rein. Was ist denn hier los? Oh, guck mal, Opa. Wir haben Besuch. Dann ziehe ich mir wohl besser meine Hose an, was? Ja, das ist lustig. Bist du ein Freund von Boso? So ein Unsinn. Boso hat keine Freunde. Ich meine doch diesen begabten Bastler, von dem er erzählt hat. Ja, das bin ich. Rufus der Erste. Wo ist denn der alte Pirat? Pirat? Diese Pfeife? Pfeife. Genial. Boso liegt oben in seinem Bett. Und heult wie ein kleines Mädchen. Apropos heulen. Kann mich vielleicht jemand hier rausheulen? Sarazar, bist du es? Oh Gott. Wir sind also inmitten einer Sitcom gelandet. Na, Glückwunsch. Was kann denn jetzt noch passieren? Baby Boso. Babyphone? Briefträger. Wir fangen mal chronologisch an. Er steckt fest. Bestimmt liegt das an den vielen Steckbriefen in seiner Tasche. Lass mal stecken. Ja. War wahrscheinlich zu intellektuell. Ich fand ihn eigentlich ganz gut. Ich stecke fest. Ist das nicht ulkig? Das ist gar nicht ulkig. Da haben wir einen Brief. Was treibst du da eigentlich? Ach, nur ein bisschen abhängen. Du wolltest doch nicht etwa durchs Fenster einsteigen. Was unterstellst du mir denn da? Das ist eine bodenlose Unverschämtheit. Ich verspüre gerade Schmerzen im Kortex.
Du brauchst es gar nicht zu leugnen. Du wolltest durch das Fenster einsteigen und dann ist der Boden weggebrochen. Das ist eine haltlose Behauptung. Oh Gott, die Gagschreiber. Ich stecke fest. Ist das nicht ulkig? Er steckt fest? Bestimmt liegt das an den... Ja. War wahrscheinlich zu intellektuell. Ja, kennen wir ja schon. Hier ist ein Rohr? Nee, doch nicht. Babyfon! Wozu braucht Baby Bo so ein Funkgerät? Der kann ja nicht mal sprechen. Vielleicht... Gegenfrage. Wozu brauchst du ein Gehirn? Hab ich nicht verstanden. Ja, das dachte ich mir schon. Oh, haben wir das Babyfon geklaut? Das ist natürlich auch cool. Was kann man damit machen? Da ist der unglaublich hübsche Rufuskopf. Huhu, bitte kommen. Nichts. Auf dieser Frequenz funkt wohl gerade niemand. Na gut. Können wir sonst auch nicht. Na gut, brauchen wir später vielleicht. Baby Bozo! Er ist seinem Bruder wie aus dem Gesicht geschnitten. Ist er auch mit einer Schafschere. Zugabe! Aduka-duku! Wett? Filmreif. Oscar-verdächtig. Aduka-duku! Filmreif. Ja, könnte ich den ganzen Tag machen. Der wird immer besser. Das ist Mama Bozo. Aber die muss leider bis zur nächsten Folge warten. Und es ist doch wirklich, wirklich erstaunlich, wie wir hier von dieser ganzen Tragik, von dieser ganzen tragischen Weite des Spiels oder diese Entwicklung durch die Klone, durch die Tode und so weiter, wie wir jetzt doch wieder irgendwie in den Klamauk abrutschen. Das ist ein Spiel voller Kontroversen einfach nur. Also ich persönlich feiere das gerade so ein bisschen, muss ich ja heimlich zugeben. Ich hoffe, ihr auch. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.